Ja, ich freue mich heute ganz besonders, Tom Peteridorf hier bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, und ich sag einfach Hallo, ihr Lieben. Am Mikrofon ist für euch eure Sanara Angelika. Und wer ist Tom Peteridorf? Tom Peteridorf ist Mentor, Trainer, Speaker, Autor und Inhaber der KI Akademie. Und ja, Tom Riedorf hat natürlich in den letzten 18 Jahren 1200 Seminare abgeholt, über 4000 Therapeuten ausgebildet und mehr als 10.000 Stunden Coachings hinter sich. Ja, da kann ich echt nur sagen, Tom Peter, ein super tolles Arbeitspensum und Arbeitsprogramm und ich grüße dich erstmal ganz herzlichst. Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein kann. Es freut mich. Ja, Arbeitspensum klingt erstmal so, oh, der arbeitet zu viel. Tatsächlich darf ich sagen, es ist für mich keine Arbeit und deswegen ist es wahrscheinlich auch so viel. Das denke ich auch mal. Tom Peter, du hast ja ein ganz neues Herzprojekt, Change It. Vielleicht magst du mal etwas darüber sagen. Was ist Change It überhaupt? Ja, Change It, du hast es schon gesagt, ist ein Herzprojekt von mir und es ist entstanden vor 3,5 Jahren in etwa. Vor 3,5 Jahren hatte ich die Idee, Videobegleitungen zu machen für Menschen, die nicht in meine Seminare kommen zu können. Und da ist ein erstes Projekt entstanden, das über ein Jahr ging, mit einem wöchentlichen Live-Video, wo Menschen Fragen stellen konnten zu ihren Lebenssituationen. Wie kann ich weiterkommen in meinem Leben? Und wir waren so 70 Leute in diesem ersten Versuchsprojekt. Und was mich so fasziniert hat, ist zum einen, ich selbst konnte in diesem Jahr sehr, sehr wachsen durch die Begleitung von 70 Menschen. Und diese 70 Menschen, was am Ende passiert ist, nach einem Jahr Begleitung, also so intensiver Begleitung, das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, das ist zusätzlich zu der Seminararbeit, die ich eh schon mache, etwas, wo ich noch individueller für den jeden Einzelnen da sein kann. Und dann kam die Idee, wie kann ich das noch weiter optimieren und portieren, dass es nicht live sein muss, weil das live tatsächlich ein Riesenproblem war mit Internetleitungen, mit Stabilität und dem meisten Verlust, den wir hatten, ging auf Verlust der Technik. Und dann hab ich über 2 Jahre jetzt inzwischen wieder mit vielen Leuten experimentiert und habe die Kernfragen der Menschen, die in einem Jahr aufgetreten sind, immer wieder optimiert und daraus sind aus 50 Videos 100 entstanden und das Jahr ist geblieben und wir haben da inzwischen auch mehrere hundert Leute durch dieses Programm begleitet und es ist sensationell, was es bewirkt, wenn du für dich selbst sehr intensiv an deinen Lebensthemen arbeiten kannst. Und somit ist es für mich ein großes Herzprojekt, weil für mich wichtig ist, andere Menschen vorwärts zu bringen, die im Moment in Lebenssituationen sind, da wo du dich fühlst, als hält dich ein Gummiband fest. Ja, also du kannst irgendwie deine Ziele, du hast Ziele, du kannst die auch greifen, du kannst die sehen, aber irgendwas hält dich und behindert dich. Und genau da mag ich ansetzen und ihnen leicht und einfach helfen können. Und das ist uns damit gelungen. Ja, und somit ein ganz großes Herzprojekt in Erfüllung gegangen. Ich finde es ganz toll, Tom Peter, so einen Online-Kurs über 365 Tage wirklich zu machen. Das ist schon etwas ganz Besonderes, muss ich wirklich sagen. Kenne deinen Kurs auch und bin sehr begeistert und finde es einfach klasse, dass es so etwas Besonderes überhaupt gibt. Das ist nicht generell immer so, dass man sagen kann, es gibt so etwas Besonderes. Das finde ich toll. Wir befinden uns ja nun gerade in einer ganz besonderen Zeit, Tom Peter. Und
Durch Corona sind sehr viele Menschen natürlich verunsichert und natürlich auch vielleicht entstehen ganz besondere Existenzängste als auch gesundheitliche Ängste. Was kannst du denn den Menschen raten? Wie kann man durch Change It den Menschen helfen? Wie kann man sie wieder ermuntern, aufmuntern oder ihnen auch neue Chancen zeigen? Also ich denke gerade in der heutigen Zeit, in der diese Unsicherheit, teilweise Orientierungslosigkeit auch da ist, weil wir wissen noch gar nicht, wie es weitergeht. Ja, wir stehen im Moment, stehen sehr viele Menschen vor Fragezeichen und ich glaube, dass so die großen Probleme erst in 4 bis 6 Monaten kommen werden und da braucht es vor allen Dingen eins, eine Orientierung im Leben und dass ich mich selbst kennenlerne, ich meine Qualitäten kennenlerne und vielleicht ein bisschen eine Aufmunterung, wie ich aus diesem Moment, der im Moment vielleicht ein Stillstand, ein Rückgang ist oder sogar bei einigen jetzt schon der Zusammenbruch der Existenz ist, Ja. zu sagen, da komme ich jetzt raus und mache etwas ganz was Neues. Also ich sehe die Krise als eine große Chance und da braucht es verändertes Mindchange, verändertes Herangehen an das eigene Leben, also das Leben zu reflektieren. Wollte ich das überhaupt leben, was ich bisher habe? Ist dieses Aus, das jetzt bei mir im Leben vielleicht da ist, sogar eher positiv, weil jetzt muss ich mich anders orientieren? Und da setzt Change It genau an, weil Change It auf die Ursubstanz deines Wesens zugeht. Also wir fangen auch damit an, dass es um dich geht. Wer bist du überhaupt? Wir reden in Positionierungsbootcamps und in Persönlichkeitsentwicklungen, reden wir immer, du musst dich nach vorn orientieren, du musst nach vorn schauen, du musst Ziele haben, du musst Visionen haben. Das wäre genauso, als wie wenn ich einen Taxifahrer anrufe und sage zu ihm, du, ich will zum Münchner Hauptbahnhof und leg auf und sage ihm nicht, wo ich bin. Ja, erstmal wissen, wo bin ich, was sind meine Talente, was sind meine Gaben, von wo aus starte ich und dann auch wirklich starten, aber dann richtig starten, mit einer Vision, die aus dem Herzen kommt und Ziele beinhaltet, die ich in meinem Verstand kreiere, also dem Herz auch die Führung überlasse. Und das, denke ich mal, ist auch mit einer der Gründe, warum, dass wir 365 Tage für ein in Anführungsstrichen Erfolgsprogramm brauchen und das nicht in 6 Wochen machen können, wie manche andere, weil wir in die Tiefe gehen, wir gehen ins Herz, wir gehen auf deine Urbedürfnisse und du baust dieses Programm für dich selbst, so wie es für dich letztendlich passend ist. Und deswegen können wir auch definitiv sagen, du wirst am Ende erfolgreich sein mit diesem Programm, was immer du dir vornimmst. Und das kann am Ende sein, schreib ein Buch. Ja, es gab Menschen, die haben hinterher Bücher geschrieben. Es kann sein, dass du Ordnung an deinen Arbeitsplatz machst, deine Garage aufräumst. Also ganz banale Sachen bis hin zu, ich orientiere mich komplett neu in meinem Leben. Ich mache aus nichts etwas Neues und das ist dann in 365 Tagen sogar Turbogeschwindigkeit. Ja, genau. Und gerade die jetzige Zeit, die bietet es natürlich an, sich auch mal auf sich selbst zu besinnen und da mal zu schauen, welche Talente stecken denn wirklich in mir und wie kann ich sie umsetzen. Und dieser Online-Kurs, ja, der verspricht natürlich nicht nur, wie man es machen kann, sondern er hilft ja auch, er ist sehr hilfreich, das Ganze auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und das finde ich so schön. Und es ist für alle Lebensbereiche. Das ist so schön. Ja, und letztendlich in deinem Leben passiert nichts, wenn du nichts tust. Richtig. Ja? Wir können immer viel reden und Bücher lesen und Kurse machen und solange wir nichts machen, passiert halt nichts. Ja? Und Ja. da schauen wir halt auch durch diese
relativ kurzen Abstände. Ja? Also du bekommst alle 4 Tage bekommst du wieder ein Video. Ein Video, der dich motiviert. Du hast Aufgaben mit dabei, die relativ einfach sind, die du dir ausdrucken kannst. Also du musst nicht mal selber mitschreiben, sondern du druckst dir bei jeder Lektion dein Workbook mit aus, arbeitest letztendlich mit, kannst vertiefen durch Büchertipps oder Videotipps, die wir noch mitgeben, dass du einfach im Thema bleibst und dass du Schritt für Schritt dich mitentwickeln kannst. Aber es gilt halt auch, das zu tun. Ja? Und ja. So die Erfahrung ist jetzt nach alles in allem ja 3 Jahren, in denen jetzt dieses Programm entstanden ist, dass dieser Rhythmus von 4 Tagen etwas ist, das gut und schnell zu einer Gewohnheit wird und sich gut in den Alltag auch integrieren lässt. Sind die Zeitspannen zu lange, hat sich herausgestellt, vergisst man es oder wird eher nachlässig. Sind die Zeitspannen zu kurz, dass es jeden Tag ist, wird es zu viel. Ja. Und so bei 4 Tagen, das hat sich so bei den meisten Menschen als super gut rauskristallisiert. Und ob dann letztendlich jemand das im Wochenrhythmus macht, spielt ja keine Rolle, dann braucht er halt 2 Jahre. Aber ist ja auch kein Thema. Ja, ich finde es gut, dass man sich auch selbst die Zeit einteilen kann, wie eben halt man das Ganze umsetzt. Das finde ich sehr schön. Ja. Tom Peter, hast du noch etwas oder hast du schon Erfahrungen? Jetzt Erfahrungswerte, die jetzt schon mit dem Kurs vielleicht du herüberbringen kannst? Ja, der Haupterfahrungswert, den wir haben, ist, dass Menschen ihre Träume erreichen. Und ich mag mal ein Beispiel sagen. Wir hatten eine junge Frau mit dabei, die relativ unzufrieden mit ihrem Beruf gewesen ist. Irgendwie so nie richtig eine Position gefunden hat in einem Beruf und ihr Gedankengut war immer, ich muss arbeiten, weil ich muss mir meinen Lebensunterhalt leisten können. Was diese junge Frau jedoch gemacht hat, ist, sie schreibt unglaublich schöne Geschichten. Und das ist während des Kurses, hast du auch die Möglichkeit über interne Gruppen und über Kommentarfunktionen immer auch dich mit anderen zu reflektieren. Und das hat sich sehr, sehr schnell gezeigt, dass die Geschichten, die sie aus ihrem Leben schreibt, so wunderbar sind, dass aus dieser Gruppe auch irgendwann die Idee entstanden ist, warum schreibst du eigentlich keine Geschichten? Und dann war ihr Glaubenssatz, der einfach dahinter war, als Autor kannst du kein Geld verdienen. Ja, und das ist nichts für sie. Und durch dieses Programm ist sie mitgewachsen und hat ein halbes Jahr nach dem Programm ihr erstes Buch fertig geschrieben, ein Kinderbuch. Mhm. Und inzwischen den 5. Teil geschrieben, innerhalb der letzten 2 Jahre, also 5 Bücher geschrieben, die alle als Kinderbücher sehr erfolgreich sind. Ja, da sieht man mal, wenn man sich dran gibt und man wirklich schaut, welche Talente stecken wirklich in mir, was ist mein Traum, was möchte ich gerne machen, klappt's auch. Ja, ja? Und der Unterschied zwischen einem Traum und einer Vision ist im Prinzip nur, dass wir als Kinder träumen und als Erwachsene nennen wir das Träumen visualisieren. Genau, so ist es. Genau. Und das lernen wir den Menschen wieder. Das ist am Schluss, wirst du in deiner Vision leben. Also das Programm baut so drauf auf, dass du dich so gut kennenlernst, dass du am Ende, so in den letzten 3 Monaten, anfängst, in deiner Vision, also in deiner Zukunft, so zu leben, dass es gar nicht mehr zerstörbar ist, dass das genau, was du erlebst, was du träumst, auch tatsächlich in dein Leben kommt. Ja, Tom Peter, das waren wunderbare Abschlussworte und ich danke dir erstmal für dieses tolle Gespräch heute. Und ich wünsche natürlich, dass ganz viele Menschen dieses Herzprojekt Change It natürlich absolut auch für sich nutzen. Denn es ist wirklich klasse. Ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Ja, meldet euch einfach an, schaut rein und schaut mal das Anfangsvideo schon, das Begrüßungsvideo.
Und dann werdet ihr sehen, ja, was sich alles dahinter verbirgt. Und Tom Peter bringt das wunderbar herüber. Ja, noch einmal die Website, Tom Peter, magst du die nochmal nennen? Ja, genau. Also ihr findet im Prinzip eine komplett kostenlose Lektion, die aus mehreren Videos besteht und E-Books, so wie du es schon gesagt hast, unter www.change-it.life, wie das Leben. Wunderbar. Da kann man sagen, da einfach mal schauen und ja, nicht nur schauen, sondern vielleicht auch es für sich nutzen, denn es ist toll. Also einfach klasse, jeder kann sich die Zeit lassen, so wie es für ihn richtig ist. Das, ja, ich sag mal, das Ganze zu erarbeiten und die Motivation, die dahinter steckt, die gibst du, Tom Peter, und ich kann dir echt nur beide Daumen hoch geben. Ich find's klasse. Vielen, vielen Dank, Angelika. Das freut mich wirklich. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und sag einfach Dankeschön. Euch auch. Danke für das schöne Gespräch und liebe Grüße an alle, die hinhören, und macht's euer Leben so richtig schön, weil wenn ihr es nicht macht, macht's vielleicht sonst keiner. Alles Liebe. Wahre Worte. Dankeschön. Ich sag einfach Tschüss. Alles Gute euch, bleibt uns gewogen und viel Spaß bei Change It.